Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich euch zeigen, wie man diese Origami-Kiste falten tut. Ja, und dann würde ich sagen, wir fangen auch mal damit an und ich hoffe, dass ihr viel Spaß beim Nachmachen habt. Zuerst nehmen wir dieses quadratische Blatt hier. Das habe ich schon zugeschnitten. Dann nehmt ihr es wie ein Viereck vor euch. Dann faltet ihr es einmal hoch und faltet es gerade. So, dann klappt ihr das wieder hier auf. Dann dreht ihr es so, dass die Faltung nach oben zeigt. Dann tun wir das gleiche machen, von hier nach da. So, dann falten wir es wieder auf. Und wie beim Origami-Kranich, den ich euch, also der Origami-Star euch gezeigt hat, haben wir es umgedreht. Das werden wir heute nicht tun. Wir bleiben auf dieser Fläche hier, wo wir es so gefaltet haben. Dann nehmt ihr es wieder so wie ein Viereck vor euch und klappt die kleinen Seiten, die Spitzen nach oben. Dann dreht ihr es nach hier. Dann macht ihr das Gleiche. Dann knickt ihr das wieder so hier hoch und dann faltet ihr es wieder runter. Das wird dann der Boden von der Kiste. So, dann tut ihr es wieder hier hochfalten, wieder in die Mitte. Manchmal funktioniert das nicht so richtig, aber es funktioniert. Manchmal, wie man hier sieht, ist die Ecke da nicht so richtig, das kommt aber gleich noch alles. Dann nehmt ihr den letzten Teil und faltet ihn auch nach innen. So, dann sieht das Ganze so aus. Dann tut ihr hier, also da, das hochfalten. Also hier rüber. Dann dreht ihr das um und macht das Gleiche auch. So, komm schon. Das musst ihr ein bisschen tüfteln, weil manchmal will das nicht so richtig reinknicken. Danach sieht es dann so aus. Und dann falten wir das wieder auf und gucken, dass hier diese Ecken drin bleiben. Dann haben wir das so vor uns, wo dass wir hier die Knicks haben. Dann drehen wir es um zu wie einem Viereck. Dann sind hier die Faltstriche, wie man sieht. Dann falten wir das wieder hier hoch. So. Dann machen wir das auf der anderen Seite genau das gleiche. Dann falten wir das wieder auf. So. Dann tun wir zwei Ecken. Also dann haben wir das wieder so. Dann sind die Linien so und so. Dann nehmen wir zwei Ecken und falten diese auf. So. Dann nehmen wir den unteren Teil hier und falten ihn bis zur Spitze hoch. Also so sieht es dann aus. So wie ein halber Diamant. Diamant sieht ja dann immer in so Spielen ungefähr so aus. Dann machen wir das auf der anderen Seite auch. Dann falten wir es wieder hier hoch. So. Dass es dann so aussieht, dass wir das dann hier so haben. Eben. Dann kommt der schwierigere Teil. Hier haben wir ja diese Linien da, da und da. Und hier 1, 2, 3. Und bei der zweiten, also hier, knicken wir das hier so leicht ein und tun dann das, ich zeig's mal so, wie sieht's am besten aus, so, genau. Dann tun wir das hier so, dass so eingeknickt bleibt, das auf der anderen Seite auch. So, dann falten wir das so hoch und die sollen so bleiben. Dann haben wir ja hier so Ecken hier unten. Dann tut ihr diesen Teil hier nehmen und faltet das hier so in die Ecke auf das
Viereck drauf. Das dann so aussieht. Das machen wir bei der anderen Seite auch. Ich zeige es nochmal. Am besten so. Da sieht es so aus. Dann haben wir hier so einen unteren Teil. Also dann sieht das Ganze so aus hier. Dann haben wir den unteren Teil. Dann gucken wir, ob hier die Ecken auch schön sind. Das sind sie jetzt gerade im Fall. Dann klappen wir das hier hoch, dieses Teil, und tun es da reinknicken. Also hier rein. Die Dinger müssen unten bleiben, also die Ecken. Dann falten wir das hier rein. Dann falten wir das so zu, dass wir dann die Ecke haben wir einfach nur reingefaltet. So. Dann sieht die ganze Sache so aus, wenn ihr es richtig habt. Dann machen wir das gleiche hier auch wieder. Hier ist der zweite Strich, also hier wieder rein. Auf der anderen Seite auch. Hier der zweite. Einfalten, dann wieder hochklappen und dann das gleiche wieder machen. Mit den Ecken einknicken. Das war am Anfang schwer, wo ich es gelernt habe. Für mich war es auch schwer. Aber wenn man es nach dem zweiten Mal, dann ist es ganz einfach. Dann haben wir es wieder so. Dann nehmen wir wieder hier die Spitze und falten sie wieder hier rein. So. Und dann kann man das eben ganz genau hier noch machen. Dann sieht der Boden eben sehr schön aus. Müsst ihr einfach gucken, wie euch gefällt. Hier auch. Schön machen. So. Jo, danach sieht die Schachtel von... Dann können wir das noch hier so reindrücken immer an den Seiten. Die Ecken. Dann bleiben die auch immer schön unten. Dann sieht die ganze Sache so aus. Dann tun wir noch hier so die Ecken. Also hier das gerade machen. Auf der anderen Seite hier rundherum. Und da sind noch immer diese Knicks drin. Und diese Knicks, die drücken wir dann einfach so ein bisschen rein. Und so gerade an den Seiten. Und dann habt ihr auch schon eure Origami-Kiste fertig. Davon könnt ihr natürlich ganz viele machen. Ich habe da hinten auch noch ganz viele. Kann ich euch gleich mal vielleicht zeigen. Dann habe ich hier noch eine andere. Und die kann man dann auch übereinander machen. Zu einer Kiste. Nur, dass der obere Teil oder der untere Teil größer oder kleiner sein muss wie der obere. Ist natürlich klar. Die sind jetzt beide gleich groß. Also tun die jetzt nicht hier so wie eine Schachtel drauf passen. Das geht leider nicht. Ja, dann habt ihr... eure Origami-Kiste fertig. Das sieht ganz hübsch aus. Und dann könnt ihr auch viele davon machen. Könnt den oberen Teil ein bisschen kleiner machen. Dann könnt ihr dann ein Geschenk reinmachen. Dann eben zumachen. Was draufschreiben, was man eben möchte. Und dann kann man es dem schenken. Ist sozusagen so eine Geschenkbox. Eine Origami-Geschenkbox. Da könnt ihr dann eine Sache reinmachen. Vielleicht könnte man da sogar einen Kranich reinmachen. Die habe ich da hinten, das haben wir euch im anderen Video schon gezeigt, der Origami ist da. Und demnächst kommt nochmal, machen wir eine Schildkröte. Also da falten wir eine Schildkröte. Aber ich glaube, da tue ich dann die Schildkröte machen, weil ich kann das auch. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis bald.